Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode unserer Werder Bremen Karriere. Und in dieser Episode werdet ihr die komplette Rückrunde der ersten Saison sehen. Ja, und wenn ihr die letzte Folge schon gesehen habt, dann habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass wir die Hinrunde großartig abgeschlossen haben. Wir sind aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Eigentlich unmöglich für Werder Bremen. Eigentlich unmöglich, und jetzt versuchen wir natürlich, das Unmögliche möglich zu machen und in Europa zu bleiben für den Rest der Saison. Dafür müssten wir vielleicht noch unser Team verstärken, aber dafür bräuchten wir noch auf jeden Fall ein bisschen mehr Geld. Und das bekommen wir unter anderem von Leicester City. 11 Millionen überweisen sie uns für Romano Schmid. Er wechselt in die Premier League. Und noch ein bisschen mehr Geld kommt von Niklas Schmidt, also noch ein bisschen mehr Geld. 3,5 Millionen Euro überweist Nantes an uns für seine Dienste. Und falls ihr jetzt gut aufgepasst habt, habt ihr auch gemerkt, wir haben zwei Spieler mit der gleichen Position verkauft. Beide Schmieds und beide vor allem ZOMs. Und da brauchen wir natürlich jetzt noch einen Ersatz, falls Leonardo Bittencourt nicht spielen kann. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir holen Sabiri. Marokko hat uns bei der WM absolut begeistert, so wie ich glaube alle anderen, die WM geguckt haben, auch. Und Sabiri ist ja auch noch ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Finden wir der perfekte Ersatz. Und da haben wir insgesamt 4,5 Millionen Euro an Sampdoria überwiesen. Und dafür Sabiri bei uns jetzt im Verein auf der 10 als Backup. Er kann mal von der Bank für frischen Wind sorgen, kann mal einen aus der Distanz zünden. Also wir finden einen super Backup für Bittencourt. Die andere Verstärkung für unsere Rückrunde ist natürlich, dass Jens Staar jetzt die richtige Position kann. Und damit geht er sogar auf eine 74 hoch. Bringt halt auch nochmal was. Und zum Ende der Transferphase wollten wir dann auch noch unsere Jugendakademie verstärken. Wir haben nur einen Scout, wir wollen jetzt unsere Scouts losschicken, also brauchen wir natürlich noch einen zweiten. Jimmy Decker, willkommen im Team. Jimmy Decker wird in Deutschland die NLZs absuchen und uns hoffentlich die besten Talente mitbringen. Den anderen Scout schicken wir nach Peru, Angreifer. Ihr wisst vielleicht, wen meinen wir? Natürlich Claudio Pizarro. Und somit steht das Team für die Rückrunde. So sieht's aus, da auf einer 74 in der 6er Position. Ansonsten natürlich auf unserer Top 11 keine Veränderung. Aber die sieht auch fürs Erste schon mal ziemlich gut aus. Ab in unser Highlight-Spiel, und das ist am 27. Spieltag gegen Mainz. Es kommt zu einem Zeitpunkt, wo wir gerade anfangen rauszurutschen. Ganz schlechte Phase gegen die stärksten Gegner, gegen Bayern und gegen Leipzig. 0-7 Tore. 0 Punkte natürlich da auch mitgenommen. Deswegen ist es jetzt umso wichtiger, hier gegen Mainz mal wieder Punkte zu holen. Die Mewa Arena kennen wir ja bereits bestens aus der FIFA 22 Karriere. Ja, hat immer Spaß gemacht, immer gute Erinnerungen dahin. Deswegen müssen wir jetzt neue gute Erinnerungen sammeln, aber halt mit einem anderen Team. Sabiri schickt hier Duxch durch und Duxch mit dem Tor. Duxch kann in der 13. Minute direkt mal rüber zu den mitgereisten Fans. Erste Chance, gut ausgespielt, geiles Team. Ja, und Sabiri das erste Mal am Controller gehabt, der erste Ballkontakt von uns mit ihm. Direkt eine Vorlage, aber jetzt gibt es erstmal einen Elfmeter, den werde ich natürlich rausfischen von Ingwadsen. Ingwadsen gegen Pavlenka, also der Linksfuß gegen unseren Tschechen im Tor. Wir schauen mal, Ergebnis sagt. Den werde ich natürlich rausfischen von Ingwadsen. Und so schnell steht es 1-1, 19. Minute. Hat nur 6 Minuten gedauert, unsere Führung. Pain. Oh, jetzt ist vielleicht die Zeit für den Lucky Punch. Angriff von uns. Steht halt noch einer, deswegen ich muss mal gucken, was ich damit Füllkrug überhaupt machen kann. Füllkrug steckt ihn durch. Füllkrug auf Duxch, Duxch mit dem Doppelpack. Er ist unser Held in dem Spiel, oder kann es zumindest werden, wenn wir jetzt die Führung länger behalten als beim ersten Mal. Ich hoffe, er pfeift einfach direkt ab. Nicht noch ein Elfer, bitte. Ja, komm, fingers crossed, und wir schauen, was als nächstes kommt. Ob es da der Abpfiff ist oder ob es noch eine Chance ist. Es ist der Abpfiff. Dein Wunsch ist erhört worden. Sehr gut, und die nächsten drei Punkte auswärts sind wir echt stark, das können wir euch sagen. Zwei Spieltage vor Schluss sieht so aus. Wir sind immer noch in Europa, in der Europa League, wenn ich mich alles täusche. Da ist es schon Conference League, der 6. Platz. Ich glaube, es ist von Beginn an Conference League, aber dann könnte sich noch so ein bisschen was verschieben, je nachdem, wer natürlich den Pokal gewinnt. Und im Pokal sind nur noch Leute drin, die vor uns stehen. Deswegen ist, glaube ich, auch der 7. dann noch Conference League und der 6. ist Europa League. Wie dem auch sei, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir selber komplett an Controller gehen wollen. Weil dann könnten wir natürlich vor heimischem Publikum schön in der Abendsonne wichtige Punkte für uns sammeln und gegen Frankfurt eben gewinnen, hoffentlich. Die sind aber natürlich auch kein schlechtes Team, also da gilt sich auf jeden Fall zu konzentrieren. Bittencourt sieht da, wie Weiser läuft, Weiser sieht, wie Füllkrug läuft, und Füllkrug mit dem 1-0. Diese Kombination über die rechte Seite am Controller ist wirklich unglaublich stark. Wirklich sehr gut. Wir haben davor natürlich auch zwei Leute drin, die einfach alles, was da reinkommt, reinschießen. Ist ihnen einfach egal, hoch, flach, mittelhoch.
dann nehme ich den Fuß, dann nehme ich den Kopf. Ist denen so egal, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich brutal. Die machen, ja, du sagst es, auch links, rechts, juckt die beide nicht. Nee. Wir können mal schauen, 14 Tore in 28 Partien ist für Füllkrug schon echt ganz gut. Aber er ist brutal abgekühlt. In der Hinrunde macht er 10, in der Rückrunde bisher in 16 Partien nur 4. Er ist halt ein Kandidat, ne? O'Reilly für den Spieler der Rückrunde macht jetzt hier, leitet den Angriff ein auf Durksch mit dem rechten Fuß, trifft nicht ganz. Dann ist es Storstor. Ball geht nicht ins Tor. Sag mal, also die spielen ja komplett mit dem Feuer. Hier ist O'Reilly. O'Reilly schießt drüber. Ist Linksfuß, ne? Stimmt. Ja, ja, gut, das war's. Ich glaube, das war's nämlich. Und der Konter läuft über unsere zwei Dänen im Mittelfeld. O'Reilly da über links. Storr kommt in der Mitte hinterher. O'Reilly muss es wahrscheinlich selber machen. O'Reilly macht selber. O'Reilly trappelt super. War schon mal besser als ein erster Schuss. Die erste Halbzeit ist vorbei. Wir sind definitiv die zwingendere Mannschaft. Frankfurt die mit mehr Ballbesitz. Aber das bringt ihnen halt nichts, wenn sie keinen einzigen Schuss aufs Tor bekommen. Storr findet Duksch. Duksch nimmt den gut mit. Duksch mit rechts. Duksch drüber. Und vielleicht kommt da jetzt ein Konter von uns. Es sind zwar einige Frankfurter hinten, aber mit O'Reilly vielleicht Füllkrug finden, mit Füllkrug vielleicht zum Schuss kommen. Das hat leider nicht geklappt, aber wir haben den Ball trotzdem nochmal. Geben raus auf Weiser. Weiser legt sich den Ball ein bisschen vor, Weiser ein bisschen zu weit vorgelegt. Kriegt die Flanke nicht in die Mitte. Und jetzt ist Zeit zu wechseln. Und zwar dreifach Agu geht rein für Mitchell Weiser. Sabiri kommt für Bittencourt und unser Jugendtalent Beck kommt für Füllkrug. Und da ist Beck das erste Mal. Beck gibt nochmal raus auf Agu, also alles über die rund erneuerte rechte Seite. Und die spielen super zusammen. Alter, was bringt denn da Agu und Weiser für Flanken rein? Die sind ja zuckersüß. Wirklich, also Girassi und Tigges, die würden sich freuen. Ja, wirklich. Och, nee. Das kann nicht sein. Ich hab's dir gerade noch zugeflüstert. Das Auge gelegt. Das haben wir Weltklasse verteidigt, weil wir haben perfekt, eigentlich ohne was zu sagen, haben wir die Leute geswitcht. Ja, ja. Und dann hier kriegt Velkovic den Ball an Fuß, aber Randall Colomwani überfällt ihn quasi. Der Powershot kommt dann auch noch dazu, 120 km/h ungefähr. Der schlägt halt ein. Der braucht ein bisschen lang, deswegen müssen wir nochmal über außen kommen, aber da sind wir ja sowieso stark. Agu nimmt den Ball super mit. Agu geht an die Grundlinie durch. Agu, Flanke in die Mitte, Sabiri. Der ist kein Kopfballungeheuer. Wo sind denn da unsere Stürmer? Aber wir haben Powerplay. Ich versuche gerade irgendwie Back zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Also Duksch ein bisschen auf sich allein gestellt. Duksch gibt nochmal ab auf O'Reilly. O'Reilly findet in der Mitte. Back dreht sich raus. Back mit dem Treffer. Unser Jugendspieler. 90. plus 1. Und warum wird uns eigentlich immer diese Wiederholung genommen? Oder der Jubel genommen, besser gesagt. Aber das macht er super. Kriegt er die Ruhe, auch wenn Trapp da auf ihn rausstürmt wie ein Irrer, er findet die Lücke. Hat da ein bisschen Glück vorher bei der Ballannahme, macht es aber auch stark, muss sich erstmal behaupten dagegen, die Innenverteidiger. Und das mit seinen jungen Jahren. Er 5 Tore in 14 Partien für seine erste Saison von der Jugendschule hoch. Auf jeden Fall sehr zufriedenstellend. Und vor allem die wahrscheinlich, ja, die 3 Punkte sind nochmal zufriedenstellender, muss man ganz ehrlich sagen, gegen Eintracht Frankfurt. Und das ist richtig gut. Das bringt uns in eine super Position für den letzten Spieltag, wo wir dann Europa hoffentlich sicher machen können. Und ich meine, bei so einer Tabellensituation müssen wir euch einfach live mitnehmen natürlich. Wir sind 1 Punkt hinter Gladbach und wir spielen in Gladbach. Letzter Spieltag, es geht um alles. Wenn wir verlieren, könnten wir noch auf Hoffenheim abrutschen. Wenn wir unentschieden spielen, könnten wir natürlich auch noch abrutschen, wenn die dann ihren Sieg holen. Wenn es richtig krass läuft, können wir natürlich auch noch in die Champions League kommen, ne? Ja, wenn wir jetzt gewinnen, dann könnte es gut aussehen mit Champions League, weil Leverkusen gegen Frankfurt spielt. Wir nehmen natürlich unsere Top 11, aber die Gladbacher Top 11, die sieht auch sehr, sehr gut aus. Vor allem kein einziger Neuzugang in der Startelf. Ne, die haben alles bei sich behalten und es geht ein 2:2 Füllkrug mit dem Doppelpack. Auf der anderen Seite sind es Thüram und Hofmann. 2:2, ja. Waren 6 Punkte spielen, ne? Aber wir waren ein bisschen unterlegen eigentlich. Wir haben uns ergaunert. Wir haben uns Europa geschnappt damit. Jetzt ist nur noch die Frage, welches Europa? Sind wir vor Hoffenheim? Das ist jetzt die Frage, das habe ich jetzt nämlich schon wieder vergessen in diesem ganzen Trubel. Wir müssen mal schauen, ob wir natürlich vor Hoffenheim gelandet sind. Das ist jetzt das Wichtige. Wir gehen rüber auf die Tabelle. Sind wir nicht, aber Leverkusen verliert. Leverkusen hat ihr Spiel in Frankfurt verloren oder gegen Frankfurt verloren. Das heißt, wir sind trotzdem auf Platz 6, obwohl uns Hoffenheim überholt. Also hier gibt es die Plot-Twists und Turns, das ist unfassbar. Und Hoffenheim gewinnt halt mit 3:1 bei der Hertha. Das hätte man absehen können. Und die sichern sich halt einen Europa-League-Platz dadurch. Auch richtig krasse Saison.
aber wir halt auch mit 56 Punkten einfach richtig starke Saison, auch wenn wir in der Rückrunde ein bisschen nachgelassen haben. Ja, wir haben ein bisschen nachgelassen, wir haben jetzt 15 Punkte Rückstand auf Platz 1, aber das war ja natürlich abzusehen. Wir beenden die Saison mit einer Null-Tordifferenz, das ist auch immer ganz lustig zu sehen, wenn es sich perfekt ausgleicht. Leverkusen hinter uns mit plus 17. Ja, genau. Wir gewinnen halt aber 16 Spiele in dieser Saison, also das war wirklich eine super erste Saison. Und eins unserer Highlightspiele in dieser Episode war das Pokalspiel im Viertelfinale gegen Dresden. Ist ein sehr wichtiges Spiel gewesen, weil wir können ins Halbfinale kommen. Und Dresden natürlich, krasse Fanbase, immer sehr unangenehm. Und da sieht man sie schon, die Fans in Schwarz und Gelb. Auswärts Dresden wollten wir uns halt einfach mal ein bisschen genauer angucken, was da so läuft. Die erste Chance, Bittencourt auf Füllkrug bei der Ecke. Füllkrug mit dem Kopfball leicht übers Tor. Aber auch die zweite Chance, die gehört uns, und zwar durch einen Konter. Mbom treibt den Ball nach vorne, hat rechts Füllkrug, links Beck. Wir gucken mal. Wir gehen einfach mal über Füllkrug, dann auf Beck, Beck geht über außen, Beck nochmal auf Füllkrug, also die zwei spielen da super zusammen. Und dann kriegt Beck nochmal den Ball und unser Jugendspieler Christian Beck mit seinem ersten Pokaltreffer. Sehr, sehr schön kombiniert von unseren beiden Stürmern. Die beiden verstehen sich da vorne, super. Ja, auch wenn mal Duxch auf der Bank steht, hat Füllkrug da einen Partner, mit dem er absolut zocken kann und zocken will. Bittencourt spielt super durch auf Agu. Agu sucht Füllkrug, der stellt seinen Körper rein. Füllkrug, was eine Maschine. Fülle ist so krank. Digga, da hat er die Lücke gesehen. Da nicht zwischen seinen Zähnen. Da hat er die Lücke gesehen. Also, was macht er da? Also, ich dachte schon, schade, Situation eigentlich vorbei. Ich dachte, er verliert den, aber anscheinend hat er da so seinen Körper reingestellt, dass der Dresdner Verteidiger gar nicht mehr wusste, was abgeht. Und das war auch der Schlusspunkt auf dieser Partie. Werder Bremen steht im Halbfinale. Und im Halbfinale hat da dann ein richtiger Kracher auf uns gewartet. Borussia Dortmund steht auf dem Programm. Wir haben davor in der Liga extra geschont für dieses Spiel. Dortmund ist ein bisschen angeschlagen, wird komplett fit, aber es reicht leider nicht, weil Julian Brandt dann doch dieses Quäntchen Extraklasse hat. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das trotzdem ein super Pokalrun war, den wir hatten. Im Halbfinale erst auszuscheiden und dann auch noch gegen Dortmund. Da muss man sich nicht schämen dafür. Dortmund verliert das Finale dann gegen Bayern. Also das ist ein Finale, das erwartet man so. Wenig überraschend haben wir in der Statistik Niklas Füllkrug ganz oben, wenn wir auf Tor gehen. 17 Stück hat er gemacht, davon 16 in der Bundesliga. Einmal hat er einen Pokal getroffen. Das erwartet man von ihm. Vielleicht hätte er auch die 20 Tore knacken können, aber in 31 Spielen ist das eigentlich schon ganz okay. Absolut, sein kongenialer Partner Marvin Duxch, vor allem am Controller hat der Mann getroffen. Ich glaube, 4 von den 9 Bundesliga-Toren waren am Controller für uns. Da war der richtig gut. Da hat er die Flanken verwertet einfach. Da war der richtig gut. Und apropos richtig gut, also für uns der Mann der Rückrunde, Matt O'Reilly. 5 Buden in der Bundesliga, eine noch im DFB-Pokal. Wir haben euch hier mal so gezeigt, wann die passiert sind. Die haben für sehr, sehr viele Punkte gesorgt, diese Tore. Es waren meistens so ein 1-0 oder sowas. Oder es war dann in einem 3-2, hat er halt noch ein Tor gemacht. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Also der Mann stellt da die anderen Neuzugänge ordentlich in Schatten. Also es war mit Abstand unser bester Neuzugang. Ja, und auch zu Recht dann einfach plus 5 gegangen. Ich weiß nicht, für wie viel wir ihn verpflichtet haben. Jetzt ist er auf jeden Fall 14 Millionen wert. Das haben wir nicht bezahlt, das weiß ich ganz genau. Ich glaube, es war irgendwie zwischen 3 und 5 Millionen. Ich glaube, 5 Millionen waren es, genau. Also das ist wirklich ein Transfer gewesen, der hat sich brutal gelohnt. Und ihr seht das, der Mann ist 22. Ja, der kann in der nächsten Saison noch ordentlich liefern. Das Einzige, was so ein bisschen hinterherhinkt, muss man noch ganz ehrlich sagen, ist die Jugendakademie. Also Simon Becker ist zwar von den Anlagen her ganz geil, Linksfuß 1,87, könnte da so hinter Friedl heranwachsen, ist aber jetzt halt gerade noch ziemlich schlecht. Mansilla ist halt auch noch sehr, sehr schlecht, vor allem auch kein Stürmer. Also ich weiß nicht, wie lange der bei uns noch durchhält. Der Beste ist wahrscheinlich Lenny Meyer mit 15, so ein Bart. Ist auch sehr, sehr stark. Fast so stabil wie sein Potenzial. Ja, aber ich glaube, wir müssen in der nächsten Saison direkt am Anfang mal nochmal in ein paar Scouts investieren. Die Kohle sollten wir dank des guten Abschneides in der Bundesliga und im DFB-Pokal auf jeden Fall bekommen. Da bin ich auch mal gespannt, was wir da kriegen. Ihr könnt also gespannt sein, wie wir dieses Team dann in der nächsten Saison verbessern wollen. Also ich bin schon sehr, sehr zufrieden damit, dass sich alle so gut entwickelt haben, die wir jetzt bisher hatten, und dass natürlich auch die Neuzugänge, vor allem natürlich O'Reilly, so gut eingeschlagen sind. Wenn ihr Halbzeit auf die neue Saison mit natürlich Europa League oder Europa Conference League, wir werden es noch sehen, ich denke Europa League, dann drückt natürlich auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben. Das würde uns auf jeden Fall freuen in den Weihnachtstagen. Morgen ist ja Heiligabend, also das wäre ein Geschenk an uns. Und für euch natürlich ein frohes Fest dann morgen, auf jeden Fall. Und dann, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal und schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Oh.
und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.